Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ist das heute? Ein Intro? Ja. Warum? Hey Leute. Ja, herzlich willkommen zu Hey Leute. Du, mit deiner Mütze brauchst gar nicht zu reden. Du. Herzlich willkommen zurück zu einem Video. Ja, hallöchen. Wir drehen heute in Hamburg bei Kötz Antep Kebab House. Der soll sehr, sehr lecker sein. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Hamburg ist short, was Döner angeht. Deswegen, ja, Abo wollte mich überzeugen. Nicht in allen Teilen. Nein, es gibt ein, zwei gute, wie Antep Kebab House in Bild steht. Jetzt kommt dir schon wieder das Wort Antep vor. Kann sein, dass es so ein Mythos ist, dass die Antep lecker sind. Stecken die unter einer Decke? Das weiß ich ja nicht. Okay. Wir haben hier den Rojong, wir haben hier den Amar. Hallo. Und damit drehen wir gleich die leckeren Döner-Videos. Ja? Wir werden richtig fett abschmatzen. Um es kurz zu machen, ist krank. Dann gehen wir rein und bestellen Döni. Döni? Ich hatte eigentlich die ganze Zeit keinen Hunger. Jetzt bin ich hier, jetzt habe ich Hunger. Hast du schon Hunger? Nee. 70% ausgelassen, aber... Ich hoffe, die schmecken euch trotzdem. Ich weiß, wenn man Hunger hat, schmeckt alles besser. Ja, oh mein Gott. So ein richtig Wahnsinnsdöner, aber dann noch mit einem Ayran? Wow. Wenn du richtig Hunger hast. Ja, ja, ja. Wie lange habe ich Ayran nicht mehr gegessen, Alter? Und Ayran gegessen? Wie lange hast du Ayran gegessen? Stimmt. Yeah. Käse. Gegessen. Ich habe wirklich lange keinen Döner mehr gegessen. Ja, siehst du auch aus. Guck mal hier, Mashallah, der hat abgenommen, der Bre. Das Einzige, was ich leider nicht geändert, ist sein Ich kann zwar Ada jetzt nicht fragen, der ist gerade auf dem Weg nach New York, ob ich jetzt Döner essen kann, aber ich habe ihn einmal gefragt, der meinte, ohne Soßen geht klar. Auch mit Soßen. Der hat 800 Kilokalorien. Oh, am Ende des Tages musst du dir nur eine Sache vor Augen halten. Ja. You versus you, alright? Den Kampf habe ich verloren. Bro, was hast du jetzt abgenommen? 50 Kilo? 14 Kilo wieder. Bruder, das ist geistesgestört. Man sieht es im Gesicht. Ich zeig dir jetzt ein Bild sogar, wo man es sieht. Meine, was? Ja, ja, komplett. Boah, ein Wesh. Das ist wie Arroat immer sagt, Fett Goku. Das habe ich nie gesagt mit Fett Goku. Hallo. Hallo. Sag mal her. Abi, nicht scharf bitte. Abu mit scharf bitte. Nicht scharf? Digga, wir drehen gerade die Nutzung. Also das ist Jungbulle? Ja, Jungbulle. Wir haben auch lange kein Döner-Video mehr geredet, ne? Das ist Japlach-Fleisch, sagst du? Ja, Hamburgs bester Döner. Das ist Hamburgs bester Döner, sagst du? Ja, richtig. Okay. Was hast du hier für Salat? Eisberg. Tomate, Gurke. Rotkohl. Rotkohl, Weißkohl, rote Zwiebeln. Ja. Tzatziki, scharf. Tzatziki. Und scharf. Und scharf. Jalapeno scharf. Oh, Jalapeno ist gut. Ja. Bisschen Tomates, Schafskäse. Schafskäse. Oliven. Das sieht gut aus. Oh, hier schöne Gewürze noch. Sehr gut. Und das Fleisch sieht, mashallah, sehr, sehr gut aus. Schmeckt. Okay, die schmieren nicht die Soßen erstmal rauf? Erstmal so. Okay, ihr macht immer erstmal Fleisch? Ja. Und dann Salat? Ja, richtig. Wenig Salat, viel Fleisch. Wenig Salat, viel Fleisch? Ja. Ah, guck mal. Ich bin immer gespannt. So. Der sieht sehr gut aus. Der sieht sehr gut aus. Grillen Sie die auch gut aus? Sie haben hier so ein paar mehrere Gerichte. Tagesgericht, jeden Tag verschiedene. Bodenroll, Reis. Linsensuppe. Oh, Linsensuppe ist gut. Du kannst mir gerne eine kleine Schale Meiji Mac machen. Ja, okay? Danke dir, Abi. Das, was ich gerade gesehen habe. Was hast du gesehen? Er hat die Soße nicht auf dem Brot gestrichen, weißt du? Scheiße, Bruder. Was hast du gemacht, Amar? Scheiße, Bruder. Oh mein Gott. Du wolltest doch einen Ayran, oder nicht? Wie ist das passiert? Bruder, ich hing da plötzlich. Ich war verwirrt. Abi, hast du Lappen, dass ich wischen kann? Ja. Aber er hat gesagt, Ayran schmeckt nicht. Guck mal, was er gemacht hat. Okay, fertig, Ayran, Digga. Bruder, warum machst du aber nur so fürs Video jetzt? Bruder, hör auf, ich wusste, dass das kommt, bitte. Oh. Amar COD TV. Ja. Ist wieder wie neu, sieht viel besser aus als vorher. Aber ich mache auch hier kein Problem. Ich lass mich so bestellen, wie ich ihn esse, okay? Nee. Tomaten, Eisberg, Zwiebeln, Soßen. Ja, bitte. Ohne Zwiebeln. Wegen uns. Oder du gehst eh nach Hause streamen, kein Mensch juckt sich dafür. Meiner, Eisbergsalat, Zwiebeln, Schaf, Tzatziki. So wie ich. Ohne Tomate. Ja, okay. Und Zitrone. Ja, Zitrone, ja. Game Changer, 100%. Aber ich nehme 3 Döner, ja. Kein Rotkohl, kein Weißkohl, okay. Sonst alles. So, wie ich hier. Aha, das ist einer schon. Was kostet der Döner, Abi? 8,50. Er ist auf jeden Fall real anscheinend, er macht keinen Kamerabonus, finde ich gut. Das ist der erste. Das ist eine Tomate, ja. Ich muss hier kurz einzeln tragen. Oder hol noch eine Zitrone. Ich hol eine Zitrone. Also gibt es eigentlich was, was ich nicht vergessen habe? Selbst Zitrone habe ich vergessen, das ist krass, das ist crazy. Danke, Bruder, jetzt. Also guck mal, ich sag dir ehrlich, Amar, erster Eindruck, ich finde den sehr klein. Sehr klein. Findest du klein? Ich finde den schon perfekte ein bisschen Größe. Ja? Ja, ja. Okay. Ich finde das schon riesig. Riesig? Ja, ist schon riesig. Okay, nimm ihn mal in die Hand.
Was? Ich hab's nicht verstanden. Aber daran merkt man wirklich, dass du... Dass du ein reines Herz hast, Bro. Du hast ein reines Herz auf jeden Fall. Bruder, findest du nicht, der ist klein? Nee, der ist schon riesig. Was? Nimm ihn mal in die Hand. Das ist krank. Diese Wiederholung hat mir nicht gut getan gerade. Okay, okay, tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid an alle, tut mir leid. Ich hab ein bisschen Angst, sag ich ehrlich, weil die Soße nicht gestrichen wurde. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du Oder meinst. Oder ich sehe einfach aus wie ein Orang-Utan. Guck mal, dieser Typ hier, dieser Junge hier, der so aussieht wie ein Lama, ja. Guckt jede 5 Minuten in sein Handy, Facecam, Frontkamera. Ja. Und guckt nach, wie er aussieht. Ja, true. Guck mal, Pluspunkt, hier unten geht's nicht auf. Minuspunkt, hier oben ist so ein bisschen vollgepackt, aber hier siehst du diese Rinde. Ja, ist alles trocken. Deswegen probier und sag, ob es saftig ist oder nicht saftig. Sie kann man so abbeißen. Oh nein, der ist tot. Oh nein. Was? Was denn? Scharf? Teste mal, Amar. Okay. Wallah, Amar hat am meisten Fleisch sogar. Ihr wisst, wie schwer mir das gefallen ist, ihm den zu geben hier. Von allen dreien hat er das meiste Fleisch. Oh, wie meins aussieht. Abi, kannst du uns noch einen Döner bringen? Kein Schaf. Aber den einpacken. Sadische Bunungidi, was hier ohne Schaf. Ich habe immer Bat gesagt, im Englischen. Kannst du Schaf ab? Bat? Diese, genau. Boah, ich bin gespannt. Aber mit Tomate ist Quatsch. Du hast mich verarscht, richtig? Ja, genau. So scharf wie Robert sagt? Nee, ne, er macht das immer, er ist richtig schlimm. Ey, da trink meine Linsensuppe. Ist das deine? Ja, alles gut, jetzt deine. Was sagst du? Mmh. Ja? Das Fleisch hat so eine Konsistenz wie der Pferdedöner. Also ich muss sagen, der ist super saftig. Viel Fleisch. Saftig? Ja. Ich finde, für mich sieht das sehr wenig Fleisch aus, sag ich ehrlich. Vielleicht, weil es auch alles in die Mitte so vollgestopft wurde. Aber guck mal, das hier funktioniert nicht. Das geht bei mir nicht. Guck mal, ich muss erstmal das Fleisch probieren. Warte. Bismillah. Beiß mal zweimal rein. Das Fleisch hat sehr, sehr Potenzial. Ja, sag ich. Ich sag zweimal, er macht mit ein bis zweimal. Schärfe, pikant. Nicht mal scharf. Ja. Fleisch, sehr stark. Das Fleisch kann was. Ich finde, das Brot ist auch sehr gut hier. Ich mag das, wenn das so schön knusprig ist. Ich liebe das. Und es fällt nicht auseinander. Und klar. Ja. Es ist so scharf, dass du sagst, ey, cool, scharfe Soße. Aber es ist nicht so scharf, dass sie das Essen verkackt, so mäßig. Das ist mir zu trocken. Wer ist denn mehr Experte als auf dem Kuchen? Warum Jumbo Schreiner. Der ist saftig. Was ist das für ein Entschuldigungsdöner? Kann ich mich verarschen? Ich mag auch keinen Schaf. Weißt du, wie das aussieht? Wie das One Piece. Das ist dein Leben da drin. Wirklich? Ich schwöre, das sieht so krass aus. Was ist das? Mein Sohn war nicht mal so schwer bei der Geburt. Oha, guck mal die Seiten jetzt an. Ich glaube, er hat mich gehört, dass ich meinte irgendwas wegen den Seiten. Okay, da. Ausbaufähig. Das ist der beste Döner, den ich bis jetzt in Hamburg gegessen habe. Same. Verarschst du mich? Nein, wirklich. Hamburg ist Müll, was Döner angeht, und das ist der beste. Sag ich so, wie es ist. Aber soll ich aber sagen, der ist sehr ausbaufähig. Ja. Aber das Gute ist, nicht am Fleisch. Das Fleisch ist lecker. Klar, auch am Fleisch immer irgendwo, aber das Fleisch ist sehr, sehr lecker. Ich sag Berlin, für mich die 1, was Döner angeht. Berlin ist sehr, sehr krass. Ja. Hamburg ist, von allen 16 Bundesländern, ist es auf der 17. Sei es, also, und das gleicht es gerade hier aus. Hamburg auf der 17 ist krass, ja. Bei 16 Bundesländern. Das ist wirklich krass. Das ist krass. Ich muss sagen, eigentlich war ich bis jetzt bei Yaprak Fleisch nie so der Riesenfan davon. Hier, finde ich, geht's klar. Normalerweise mag ich kein Yaprak Fleisch. Das ist aber ein bisschen dezenter schon. Es gibt sogar noch so groberes Yaprak Fleisch. Mhm. Ich finde das schon. Es gibt wahrscheinlich viele in den Kommentaren, die werden sagen, ey, Abo, das ist kein Yaprak Fleisch. Aber das ist wahrscheinlich die dezentere Art und Weise. Bitte, wie krass, aber man auch unterschiedliche Ansichten man hat wegen Döner. Beispielsweise, ich bin ein Soßentyp, der ist mir einfach am Ende zu trocken und an den Seiten. Das war immer ein Biss ins Brot. Fleisch ist der Vordergrund. Ist egal, wie viel Soße drauf. Aber das Fleisch... Je weniger Soße, desto besser, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt, aber dann muss das Fleisch besser verteilt werden. Okay, bin ich bei dir. Ich sag dir, ausbaufähig. Ja. Es ist zwar ausbaufähig, aber nicht so fatal ausbaufähig. Ich muss ehrlich sein, ich finde 8,50 schon ein bisschen viel für so einen kleinen Döner. Ist immer wichtig, auch Preis-Leistung. Zeigt ja auch viele Jüngere, viele Ältere, die gucken zu, sagen sich, oh, ich habe, weiß nicht, 10, 15 Euro im Monat, wenn überhaupt, für irgendwie so Taschengeld oder so. 20 vielleicht, wenn sie Glück haben. Dann kaufst du dir 2 Döner. Dann bist du schon durch. Ja. Das ist schon krass. Ich weiß noch früher, ich sag's dir, ich bin von der Schule gekommen,
1,50 Euro der Döner. 1,50 Euro war in der Zeit, wo die Schüler Pause, also wo die Schluss hatten. Ja, ja. 1,50. 50 Cent Brot mit Soße. Wahnsinn. Ich gebe dir jetzt einen Call. Das ist das Ende. Das hatte ich noch nie. Es ist trocken. Es ist ja nicht mal so, dass der Saft vom Fleisch mit dazu gekommen ist. Checkst du? Es ist weniger fettig, ja. Ich check schon. Aber wir wissen alle, Fett ist ein wichtiger Geschmacksträger. Ist ein Geschmacksträger. Bruder, wenn ich schon mal einen Döner esse, soll der verfettet sein. Guck mal bei mir. Ja, deiner sieht schon saftig aus, fühle ich. Okay, weißt du, was ich mache? Für die Experimente. Ich will es eigentlich nicht tun, aber... Aber das Video zwingt dich jetzt dazu, den zweiten Döner noch rauszuhauen. Was soll ich denn machen? Ja, ist crazy. Ich habe doch keine Wahl. Mit wie vielen Bissen, ordentliche Bisse, schaffst du es, einen Döner wegzuhauen? Das war der zweite jetzt. So sieht er gerade aus. Fisch. Ich sag, ich werde diese Seite hier töten. Spaß beiseite. Sehr lecker Döner. Wir nennen das Format jetzt Stiftung Abo-Test. Wow. Der ist einfach mein Tagesbedarf in einem Biss einfach. Boah, das ist krass. Oh. Dein Tagesbedarf. Digga, das ist krank. Schaffst du in zwei Bissen noch? Guck mal, er hätte jetzt gerade, ich glaube, vier Bisse oder drei. Ja, deine Fortnite-Challenge. Ja, sieben Bisse ist entspannt. Ha. Warte mal, mir fällt gerade erst jetzt auf, dass der dicke Junge gerade zwei Döner gefetzt hat. Oder wer geht in einen Dönerladen und fetzt zwei Döner? Das war erstens nur für die Wissenschaft. Stimmt. Zweitens, ich sag dir ehrlich, von der Größe her war das ein Dönerpass. Bruder. Jo. Wie spät ist das? 21 Uhr. Ihr wart den ganzen Tag mit mir. Habe ich eine Sache gegessen? Nur so ein Korn? Ja. Was? Ein Korni. Ha. Hast du nicht? Nein, wallah, nein, hat Breitenberg bekommen. Das war gerade mein erstes Essen. Später werde ich mir vielleicht noch ein schönes Toastbrot ohne Butter, mit Käse, weichen Käse. Ich lege den Käse raus aus dem Kühlschrank für eine Stunde, zwei Stunden, damit er ein bisschen weich ist, ein bisschen glasig, auf die getoastete Scheibe, ohne Butter, ohne nichts. Und dann bin ich zufrieden. Oh, wow. Und vielleicht noch vier Gürkchenscheiben. Gürkchen? Wow. Wie viele Kilometer würdest du für diesen Döner nochmal fahren? Ich würde nicht weiter als 2 Kilometer für jeden Döner der Welt laufen. Ja. Komm schon. Du? Boah, ich sag, ich mach auf entspannt Lieferando-App auf, Digga. Nein, also ich würde so 5 bis 10 würde ich safe dafür fahren. Also du würdest also safe. Wenn es in meiner Stadt ist, fahre ich dahin. Okay. Würdest du Leuten aus umgebender Umgebungsstadt so 20, 30 Kilometer Umkreis sagen, ey, es lohnt sich hierher für diesen Döner, weil das ist das immer, was ich am Ende sage, ich empfehle oder sage einfach nur, oder würdest du eher sagen, ey, die Leute aus Hamburg auf jeden Fall? Ich sag die aus Hamburg hundertprozentig. Wenn du aus Bremen zum Beispiel kommst, Hannover, was auch immer, was näher Hamburg ist, fahr nicht nach Hamburg für das. Das ist Quatsch. Ich würde mir eine Sache wünschen. Ich würde diesen Döner gerne nochmal irgendwann essen. Aber gestrichen, mit Soße gestrichen dran. Sag ihm das. Der wird sein Konto. Ich schwör's dir, er wird auf dich hören. Er wird sagen, ich mach das. Oder weißt du, wie schwer es ist, mit manchen Leuten zu reden? Wir reden mit ihm. Die fühlen sich dann auch ein bisschen. Du musst dir vorstellen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Du machst seit 10 Jahren YouTube. Ey, dich kenn ich auch, Rohrhardt, ne? Dich kenne ich auch. Das ist so. Ja, wir sind gerade live. Sag was rein. Wie gut ist der Döner hier? Sehr, das ist der beste Döner. Köst du Antab auf die 1. Oh, cool. Aber von wo? Auf der Welt oder was? Ja, kann man schon sagen. Aber Hamburg ist halt Lammfleisch. Es gibt einen besseren in Hamburg als diesen Dönerladen. Also wir kommen halt von hier, deswegen. Aber findet ihr nicht, dass die Ecken, dass die Soße lieber aufs Brot gestrichen gehört? Ja, das stimmt. Checkst du, was ich meine? Ja, besser verteilt. Weil der Rand ist immer so, habe ich gemerkt, ist einfach trocken. Da ist nur Brot so, weißt du? Wie tot sind die Döner in Hamburg, bitte? Sag es einfach. Das ist krank, ne? Ja, ist krank. Aus welchem Land kommst du? Aus Ecuador. Ich bin Latino. Du hast Espanol? Si, aber Espanol. Ah. Was dachtest du, wer ich komme? Oder wie Ecuador hätte ich niemals in meinem ganzen Leben geschätzt. Was dachtest du, wer ich komme? Ich bin mit 2 Ecuadorianern aufgewachsen. Ja. Mit Daniel und Camilo. Und die sehen komplett anders aus. Die sind dunkel, ne? Sehr dunkel. Sprichst du Spanisch, aber? Ja, ich spreche schon Spanisch. Was heißt geile Tenerwocker? Okay, was bist du für ein Landsmann? Deutsch. Was bist du? Ich bin halb Deutscher, halb Iraner. Und du? Mein Opa kommt aus Afrika. Der kommt aus dem Kontinent, aber so. Benin. Sydneys Uropa war König in Benin. Pass auf euch auf. Okay. Ich grüße meinen Vater auf jeden Fall. Ich grüße meine Mannschaft. Meine ganze Familie. Ich grüße Erik. So Leute, das war's mit dem Video. Alles in allem war ein supi-dupi Döner. Empfehlenswert. Lasst bitte Liebe bei Amada, Insta, Twitch, YouTube, alles. Like dieses Video, teilt dieses Video, kommentiert dieses Video. Das hilft Abo auf jeden Fall. Wenn ihr seine Food-Videos mögt, dann müsst ihr es machen. Bitte. Und lasst lieber auch bei ihm da. Schreibt in die Kommentare rein, was euer Lieblingsdöner in Deutschland ist. Den Namen. Boah, krank. In Deutschland, den Namen vom Dönerladen in die Kommentare rein. Vielen Dank für die Liebe. Assalamu alaikum, ciao, kakao, tschö, pp und tschö mit. Ö.